Hallo meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Donnerstag, dem 15. Januar 2015. Der gestrige Tag zeigt erneut auf, dass man aktuell keine akute Eile hat bei Disposition und das gilt im Grunde genommen für beide Seiten, sowohl was die Kaufseite angeht, als auch was die Verkaufsseite angeht. Gestern ging das Tauziehen zwischen Bullen und Bären munter weiter, übrigens auch innerhalb des Handelstages, also im Handelsverlauf. Intraday gab es eine richtige Achterbahnfahrt. An der Spitze waren es etwa 9.941 Punkte im DAX zum Handelsende, dann ca. 9.817 Punkte, also deutlich weniger. Das lag übrigens auch in der Nähe des Tagestiefs und stellte ein Tagesminus von etwa 1,24% dar. Ja, wieder mal war die Ausschlagskraft im DAX besonders hoch, relativ zu den Nebenwerteindizes. Die drei Nebenwerteindizes waren zwar auch im Minus gestern, aber eben nicht so stark wie der DAX. Und die Wall Street war ebenfalls schwächer, 0,58% betrug der Abschlag per Schlusskurs im S&P 500. Bleiben wir vielleicht auch zunächst ein wenig in den USA und schauen auf die Entwicklung bei den Retail Sales, also bei den Einzelhandelsumsätzen. Das Tagesminus in den USA gestern ist schon ein Stück weit auch angesichts dieser Meldungen von der Konjunkturseite nachvollziehbar, denn es gab schon eine Enttäuschung, könnte man sagen, was die Einzelhandelsumsätze angeht. Das niedrige Preisniveau bei Sprit ist ja eigentlich ein Konjunkturrückenwind, was den Konsum angeht. Aber jedenfalls passt die gestrige Meldung für sich allein genommen nicht unbedingt in dieses Raster mit einem Minus beim Einzelhandelsumsatz im Dezember von 0,9%, wie es das US Census Bureau bzw. das US Department of Commerce meldeten. Allerdings ist das eine Monatsveränderungsrate. Das Bild relativiert sich, wenn man sich den etwas größeren Kontext anschaut, denn im Jahresvergleich für Dezember ergab sich sogar ein Plus, nämlich von 3,2%. Kommen wir zum nächsten Schlaglicht. Es ist das ganz große Schlaglicht heute, ein ganz großer Paukenschlag, der da aus der Schweiz gekommen ist. Ich dachte eigentlich daran, dass wir hier auch einen Chart von Franken zu Euro bearbeiten konnten, aber das macht nicht wirklich Sinn, denn für heute ergibt sich ein derart langer Strich nach unten, dass es kaum Sinn machen würde. Das ist auch kein Fehler im Chart, sondern eine massive Aufwertung der Schweizer Währung oder umgekehrt eine deutliche Abwertung des Euro gegenüber dem Franken. Beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung berichtet über den Sachrahmen. Die Schweizerische Notenbank gibt offensichtlich klein bei. Der Deckel auf dem Frankenkurs bzw. der Mindestkurs für den Euro wurde rausgenommen. Die Währung damit zumindest ein Stück weit freigelassen für die Marktkräfte und die konnten sich heute mehr als austoben. Es gab eine unglaubliche Schwankungsstärke und einen massiven Anstieg des Franken. So mancher Marktteilnehmer dürfte bei dieser extremen Volatilität doch arg auf dem falschen Fuß erwischt worden sein und sich eine blutige Nase geholt haben. Wer vorher long war in Franken Assets, dürfte sich vielleicht zunächst gefreut haben. Aber das ist natürlich kein isoliertes Ereignis am Währungsmarkt. Es kann natürlich auch Abstrahlkraft haben, beispielsweise auf den SMI, der sich ja heute zwischenzeitlich auch recht schwach zeigte. Ja, außerdem bedeutet das diese deutliche Aufwertung des Franken für die schweizerische Wirtschaft natürlich schon einen Minuspunkt und der Effekt dürfte dann auch zu erwarten sein, dass sich hier eben ein merklicher Bremseffekt gerade für Unternehmen ergibt, die exportorientiert sind und wo die schweizerische Rechnungslegung dann entsprechend umso schlechter aussieht, je weniger eben die ausländischen Devisen relativ zum Franken wert sind. Heute wurde bereits berichtet über das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Bitte beachten Sie hierzu das Update, was ich heute schon eingestellt habe. Damit sind wir beim Terminkalender angekommen. Hier Informationen von Börse Go. Für heute war bzw. ist zum Beispiel angesetzt die Information über die Maschinenaufträge in Japan oder für Japan, dann die Maastricht-Defizitquote für Deutschland und auch die Pressekonferenz zum BIP waren für heute angesetzt. Ferner für heute angesetzt für die Eurozone der Handelsbilanzsaldo aus den USA am Nachmittag unserer Zeit, dann die Informationen über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das kommt ja typischerweise am Donnerstag. Außerdem, gleich Uhrzeit, nämlich auch 14.30 Uhr unserer Zeit, der Empire State Manufacturing Index ja für Januar und dann etwas später der Philadelphia Fed Index. Außerdem gibt es Quartalszahlen, Namen, die heute auf dem Programm stehen, sind beispielsweise Bank of America, Citigroup, aber auch Intel und Schlumberger. Und damit sind wir bei der Strategie. Das will ich hier eher kurz halten. Bleiben Sie in Deckung. Der Markt scheint sich immer noch nicht ganz gefunden zu haben. Der DAX hatte sich ja zwischenzeitlich eigentlich charttechnisch sogar etwas verbessert. Ganz klar ist das Bild noch nicht. Spielen Sie den Ball eher flach.
Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thissen.